Hallo und zurück zu einem weiteren Tutorial von AuroraNet. Ein wesentlicher Bestandteil im Aurora sind die unterschiedlichen Anzeigemöglichkeiten. Durch diese Auswahl lassen sich die wichtigsten Parameter einzelner Speaker in einem guten Überblick darstellen. Klicke auf den View Item Button links unten. Zur Auswahl stehen hier zum Beispiel Modell, Firmware, Temperatur, In-, Out-Meter oder einfach nur die Knöpfe Mute, Solo und Polarität. Erweiterte Features wie Test oder Identify lassen sich bei bestimmten und zukünftigen Produkten auswählen. Die Auswahl der Ansicht wird in jeder Zoom-Einstellung dargestellt. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Bedienung einzelner Parameter für einen Lautsprecher. Dafür öffnen wir durch Doppelklick die oberste Box des linken Arrays. Hier tauchen nun verschiedene Tabs auf. Der Default-Tab ist Monitoring und zeigt uns Details wie Input-Metering oder Output jedes Amp-Kanals. Hier kann man auch einzelne Kanäle solo hören oder muten, um zum Beispiel den Speaker zu überprüfen. Wenn man dies tut, wird der Master Mute des Moduls orange, was signalisiert, dass Teile des Items gemutet sind. Überwacht werden kann hier zum Beispiel, welches Preset eingestellt ist, welchen Winkel ein Array-Modul hat oder wie die Amp-Temperatur ist. Änderungen können im Preset-Tab vorgenommen werden, zum Beispiel Setzen von Highpass, Wahl der HF-Korrektur oder des Coupling. Als Beispiel setzen wir die HF-Kompensation mal auf Stufe 5, weil unser Setup das für das oberste Element aus dem Prediction Tool Composer so vorgegeben hat. Generell kann ich auch solche Parameter für mehrere Speaker gleichen Modells vornehmen. Der schnellste Weg, das zu tun, ist zurück in den Overall View zu gehen, die Elemente, die ich bearbeiten möchte, zu markieren und anschließend den Inspector-Button zu klicken. So kann ich zum Beispiel alle Elemente mit einem Mal auf das Coupling B setzen. Nicht übereinstimmende Parameter der Items sind hier in diesem Falle orange dargestellt. Jetzt kann ich zum Beispiel meine Crossover-Frequenz zu den Bässen einstellen. Ich wähle also 85 Hz für alle Tops aus. Ich markiere dann noch alle Subs und stelle diese ebenfalls auf 85 Hz Low Pass ein. Lediglich die HF-Entzerrung ist unterschiedlich, weil ich zum Beispiel für die oberen Elemente eine andere Entzerrung für die Distanz benötige als bei den unteren. Wir wählen also nun die oberen drei Elemente des Arrays aus, gehen auf HF-Kompensation 5. Für die nächsten beiden 4. Und für die unteren drei nehmen wir Preset 3. Mit dem Inspector-Mode habe ich die Möglichkeit, Parameter zu ändern, ohne jedes Element einzeln detailliert öffnen zu müssen.
Wenn ich das vorgenommen habe, kann ich beginnen, detaillierte Einstellungen wie EQ oder Delay meines Systems vorzunehmen. Um dies zu tun, müssen wir die Speaker in Gruppen einteilen. Wie man diese anlegt und bedient, das sehen wir uns im nächsten Video an.